Moin Moin und herzlich willkommen hier zurück bei Dealers Life 2, meine Freunde. Es ist eine brüllende Hitze draußen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie heiß es ist. Doch, kann ich mir schon vorstellen, dass ihr es könnt. Ich denke mal, wenn ihr hier in Nordrhein-Westfalen wohnt, wisst ihr, wie es ist, hier die Hitze aushalten zu müssen. Und boah, wir haben fast 40 Grad im Schatten. Oh Mann, ey. Ich meine, es ist schon später Nachmittag. Okay, wir haben schon fast Abend. Okay, was heißt hier fast Abend? Es ist Abend! Und der Tomek hat sich eine Uhrzeit ausgesucht, um eine Aufnahme zu machen, wo es halt ein bisschen kühler ist, ne? Trotzdem, es ist immer noch affenheiß, ne? Es ist eine Affenhitze, Leute. So, da seht ihr den schwitzenden Alten. Moment, mach nochmal kurz aus. Ich muss mal kurz meinen Ventilator anmachen, Moment. Dazu braucht man natürlich auch Strom von der Steckdose, ne? Ich muss mal kurz aufstehen. So, da ist er wieder, der alte Schwitzende. Jetzt hat er den Venti angemacht. Ich hoffe, das ist nicht zu laut zu hören. Ich guck gerade auf den Pegel. Warum ist die... Egal. So, Leute, wir starten jetzt einfach mal das Spiel. Wir spielen mit der Kategorie schwer weiter. Mir wurde gesagt, am Anfang ist es mit der Kategorie, beziehungsweise mit dem Schwierigkeitsgrad schwer, halt ein bisschen schwerer, ne? So wie es der Name schon sagt, ne? Aber später soll es dann ein bisschen besser werden. So, habe ich das nicht letzte Woche schon vorgelesen? Fahrtschein ist abgelaufen. Der Gegenstand wurde von seinem Besitzer zurückgekauft. Leihgebühren, Zinsen wurden bezahlt. 600 Euro plus. Okay, nice. Gut, ich glaube, das war beim letzten Mal schon so. Ich trinke mal einen Schluck von der kühlen Blonden. Man muss sich natürlich auch von innen ein bisschen abkühlen, ne? So sieht es ziemlich aus. So, was haben wir denn da im Lager gehabt? Das ist schon eine Woche her, als ich gezockt habe. Ein Locus. Ein Locus Ceruleus. Okay, es ist ein Locus. So, koreanischer Glücksbringerbeutel. Okay. Und eine Cappy haben wir. Schrecklich. Sehr gut und sehr gut. Okay. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall mal ein bisschen hocharbeiten, würde ich sagen. Und bedienen jetzt einfach erstmal ein paar Kunden. Verkäufer und Käufer. Ich denke mal, da ist hoffentlich... Nein, scheiße, nur Verkäufer. Okay, egal. Ich brauche Content in meinem Laden. Sonst mache ich halt keine Kohle. So, hallo, mein Name ist Florian West. Ich habe etwas Einzigartiges in meinem Kleiderschrank gefunden. Ich wette, dass du es lieben wirst. Okay. Ich will jetzt auch mal wissen, wie du drauf bist. Ja, Fragezeichen und so weiter und so fort. Raketenwerfer. Ja. Ja. Ich erwähne jetzt nichts. Ihr wisst, was in Europa los ist. Und wenn dieses A-Loch namens P, ne, ihr wisst, wen ich meine, aus dem größten Land Europas, wenn dieses A-Loch nicht endlich mal sagt, es ist vorbei, dann ist es vorbei. Der hat die Scheiße losgetreten, der kann es wieder beenden. So, egal. Wir wollen uns jetzt nicht darum kümmern. Raketenwerfer hergestellt, 20,6, ungewöhnlich, schrecklicher Zustand und 850 Euro soll es wert sein. Ich guck mal, was die da hat. Hallo, ich bin Sila Ferrari. Ich besitze etwas Wertvolles, es wird wunderbar in deinen Laden passen, okay? Ich scheint auf jeden Fall ein bisschen geizig zu sein. Und ist auf jeden Fall drauf und dran, Dinge zu überbewerten. Naja, wir machen das mal bei dem weiter mit seinem Panzerfäustchen. Ja, lass mal verhandeln. Leute, das heißt, ich kann mich kaum konzentrieren. Das ist so eine Affenhitze, ne? In meiner Bude sind es 30 Grad. Und tagsüber sind es draußen 40 Grad gewesen ungefähr. Nennen wir zuerst den Preis. Ja, gut. Schrecklicher Zustand. 850 soll es wert sein. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu niedrig gehe. Wie wär's mit 700? Was sagst du dazu? Was? Komm schon. Wie wär's mit 1000? Was, Alter? Geh nach Hause.
Alter, das Ding ist im scheiß Zustand. Was will er mir denn? Alter, der will mir hier die Socken ausziehen, ne? Mein letztes Hemd und meine letzte Boxershorts. Nee. 1360 Euro und ist der bekloppt oder was? Nee, danke. Ich meine, dann hätte ich natürlich ein bisschen was Content. Ja, ist schon klar, ich weiß, was ihr sagen möchtet. Ja, bla bla, Tomek, du machst da einen Fehler. Interessiert mich aber nicht. So, Dokument, Sammlerstück hergestellt, 20.3, ungewöhnlich schlechter Zustand, 600 Euro, okay. Ja, bei der haben wir schon reingeguckt, die ist ein bisschen geizig und scheint Sachen zu überbewerten. Wie viel? Ja, es ist im schlechten Zustand. Ich versuch's mal mit 450. Ernsthaft? 700? Alter. Okay. Versuchen wir's mal mit 500. Ich bin mir nicht sicher. Nein, danke. Ich bin raus. Ja, dann verpiss dich doch, Mann. Was zum Teufel? Achso, ja. Fahrtschein ist abgelaufen. Genau, deswegen habe ich 600 Euro plus gemacht. Okay, ja, gut. Scheiße gelaufen natürlich wieder, ne? Ich versuche mich trotzdem hier mit der Kategorie schwer auseinanderzusetzen und spiele einfach weiter. Mal gucken, was auf mich zukommt. Auf einfach war es einfach, ne? Ist klar, logisch. Ich bin hier, um dich zu informieren, der Mr. Quibble. Okay, das ist das alles eine Weile länger kosten wird. Profit, bla 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 bla. Kennen wir. Ja, da kann ich leider nur okay sagen. Preise, Gegenstände 10% niedriger, 14 Tage verbleibend. Okay. Hey, mein Name ist Herschel Setstone. Ich habe etwas Wertvolles in meinem Kleiderschrank gefunden. Ist das nicht großartig? Ja, das habe ich doch schon mal gesehen. Das habe ich doch vorhin schon mal gesehen. Hat der da das aus der Hand geklaut? Der Herschel. Okay, da kann ich leider nicht sehen, wie der drauf ist. Der will mir auch was andrehen. Irgend so eine komische Brosche, was auch immer. Aber Seltenheit ist ungewöhnlich und das ist im guten Zustand. Schätzung 910. Ja gut, wir versuchen's. 1260, Alter. Du hast doch den Specht im Wald nicht gehört, wa? Oder hat er dir zu fest gegen die Birne geklöppelt? Nee, mein Freund. Ich gebe dir lediglich 900 dafür. Behandle ich dich wie ein Idioten. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Du kannst mich mal am... Ne? So, 950. Lass mich nachdenken. Wir sind immer noch nicht... Ja, natürlich. Wir sind immer noch nicht dort. Was soll ich dir denn? 2000 Euro in die Kiemen, zwischen die Kiemen stecken oder was? Hör mal, wo sind wir denn hier? Schlafenland oder was? Guck dir meine Bude an. Die sieht doch scheiße aus. Die alte Bruchbude hier. Meine Fresse. Wortwörtlich. Ne, da Mauer kaputt. Da ist irgendein Tuch. Das nennt sich dann Eingang. Und da ist eine Ratte mit drei Augen. Hallo, was verlangen die Leute? Ja, die Dope-Shit-Brüder. Ja, ich weiß. Dein Kommentar. Ich berücksichtige ihn. Wenn du noch irgendwie ein paar Tipps hast oder so, kannst mir gerne in die Kommentare schreiben, ne? Du hast mir ja gesagt, später soll es leichter werden, ne? So, hey, du, man nennt mich auch Danny Hannigan. Ich erbte etwas Einzigartiges und möchte diesen Gegenstand verkaufen. Was haben wir denn da? Ja, habe ich mir schon gedacht, eine Brosche. Gewöhnlich schrecklicher Zustand. 205 Euro, nein. Wie bist du drauf? Okay, der ist nicht sehr geizig, scheint aber Sachen zu überbewerten. Ja, jetzt kommen sie wieder alle an, ne? Ja, es ist 1 Million Euro wert und so, ne? Und wenn du mir so viel geben könntest, wäre ich auf jeden Fall sehr, sehr glücklich. Wenn die mir so viel geben könnten, wäre ich glücklich. Gerade bei der Bruchbude hier. 184, okay, da haben wir einen leichten Spielraum. Das geht doch mal klar. Endlich kommen die mal mit vernünftigen Preisen. Ich habe gedacht, er will jetzt irgendwie 300 haben oder so. So. Meine Haare sehen wieder scheiße aus. Okay. Ich habe die Haare schön. 184, was können wir denn da machen? Was könnten wir denn? Was bieten wir ihm denn?
Wie wär's mit 175? Was sagt er dazu? 182. Okay, da haben wir wenigstens eine Person, die mitmacht. Die so ein bisschen kollant ist. Wollte ich gerade sagen. Kollant. Wollte jetzt irgendwie Dingsbums, also keine Ahnung. 176. Also, egal, ich akzeptiere dein Angebot. Bitteschön, Dankeschön. Bellen Sie uns doch mal wieder. Ja, solche Menschen mag ich. Solche Menschen mag ich, die können gerne wiederkommen. Wir haben zwar einen leichten Verlust gemacht, aber in der Woche haben wir wenigstens ein bisschen Plus gemacht. Und ja, Lagerauktion kann ich leider noch nicht mitmachen, denn ich bin noch ein Neuling und wir müssen uns noch ein bisschen hocharbeiten. Fähigkeiten könnte ich mir rein theoretisch jetzt auch schon kaufen. Okay, zwei habe ich mir schon gekauft. Was war das hier nochmal? Menschkenntnis. Einfach alles über die Personen, Kunden, Persönlichkeit der Kunden. Dann wirklich für Menschlichkeit und Fälschung leichter zu erkennen. Ja, 2000 ist ein bisschen viel, ne? Bei dem Budget, den ich habe. Nee. Nee. Das wird doch ein bisschen zu viel, 2000. Hey, man nennt mich auch Jail Green. Ich besitze etwas Einzigartiges. Du möchtest diesen Gegenstand mit Sicherheit kaufen. Ich wollte jetzt irgendwie sicherlich. Egal. Kompetent auf jeden Fall und geizig. Das wird wieder schwierig. Das wird wieder schwierig. Motorrad hergestellt 2017. Selten guter Zustand. Okay. Ich wollte schon sagen, das war jetzt irgendwie nichts Wichtiges. Ich habe da so nebenbei meinen Discord offen, ne? Also, habe ich schon öfter erwähnt. Selten guter Zustand. 16.000, Alter, das kann ich mir doch gar nicht leisten. Ich habe gerade mal die Hälfte davon. Okay, schauen wir mal, was die andere hat. Okay, die will was kaufen. Ich habe gedacht, da wäre wieder eine Verkäuferin. Okay, die will was kaufen. Das finde ich gut. Aber mit dem Motorrad wird es trotzdem schwierig. Ich kann ihr leider nicht das bieten, was es wert ist. Das geht nicht. Ne? 8.500 ist nicht gerade wenig. Ich sag ja, ne, die Hitze macht einen zu schaffen. Ja, was läuft? Man nennt mich auch Frenzy Critter. Ich habe diesen Gegenstand drüben gesehen. Möchtest du mir den verkaufen? Ja, gerne. Okay, da kann ich leider nichts sehen. Die will die Brosche haben. Okay. Ja, daraus wird jetzt auch nicht wirklich ein Schuh, ne? Wenn ich ihr denn das Motorrad abkaufen möchte. Das, was die jetzt gerade kaufen will, macht jetzt auch nicht wett, ne? Also, naja, wir müssen die andere leider abwimmeln. Es ist halt zu viel. Ich bin mir nicht sicher, ob das muss ein Preis von 290. Okay, ich habe gezahlt 176, 205 ist es wert. Das sag ich doch nicht nein und nimm es doch direkt an. Moment. Ah, der Mr. Quibble hat gesagt, das wird ein bisschen teurer. Aber bei den Verkäufern, denke ich mal, ne? Okay, ich denke mal, bei meinen Verkäufen dann denke ich mal auch, ne? Weil, ne, guckt euch das an. Plus 114 Euronen, plus 65%. Ich sabber hier schon rum. Eine leichte, feuchte Aussprache. Okay, dann sage ich doch mal, wählen Sie uns doch mal wieder. Habe ich eigentlich gerade schon erwähnt? Ich weiß nicht. Ich sag ja, die Hitze macht einem richtig zu schaffen. Ja, tut mir leid, das muss ich leider ablehnen. Ich muss gerade mal auf meine Aufnahmezeit gucken. Kann man in der Flasche, wie spät das ist, ne? Ja, müsste gleich anfangen hier, ne? Müsste gleich zu Ende sein, besser gesagt. Okay. Wir müssten leider den Kauf von dem Motorrad abwimmeln, weil keine Knete. Moment. Ich hatte doch 8.500 und ein paar zerquetschte. Wo sind die hin? Ich hab doch gerade etwas verkauft. Ich hab doch gerade die Brosche verkauft. Was hat denn? Kann ich die Statistik hier irgendwo sehen? Wochenstatistik. Ja, okay. Das kann ich jetzt leider nicht mehr sehen. Scheiße! Mann! Moment. Scheiße! Ey, ich hab doch gerade die Brosche verkauft! Hä? Ich hatte doch 8.500 und noch ein paar zerquetschte.
Motorrad habe ich nicht abgekauft. Ich habe doch gerade die Brosche verkauft. Wo sind die Kohlen geblieben? Habe ich mich selbst bezahlt? Kann sein, oder? Ach ja! Ich habe doch einen Restaurator. Ding Dong, Tomek, hallo! Ich habe das total vergessen. Hallo, jemand zu Hause? Scheiße, sorry, Alter, was peinlich. Oh, Mann. Ach, Mann. Okay, kommen wir wieder zur Vernunft. Ich muss dran denken, dass ich jemanden bezahlen muss. Und mich selbst natürlich auch, ne? So, Heimer nennt mich auch Paris Helsen oder Heelsen? Wie auch immer. Ich habe etwas Einzigartiges gewonnen, okay. Ein Nintendo CS Spielekonsole, Sammlerstück, hergestellt 2018. Ich wollte ja nicht unbedingt ins Mikro rülpsen, ne? Wir machen das mal ein bisschen diskreter. Und ja, die Seltenheit ist ungewöhnlich, schlechter Zustand. 1660, okay. Es wird schon ein bisschen interessanter, ne? So, wie bist du denn drauf? Die ist auf jeden Fall geizig. Okay, bei den anderen kann ich leider nicht sehen. Ja, okay, da tappe ich natürlich wieder im Dunkeln. So dunkel wie im Bärenarsch. So. Okay, ich warne dich. Ich werde nicht so weit von meinem Angebot von 1800. Alter, okay. Sie scheint Sachen zu überbewerten. So, ich wollte jetzt irgendwie... Egal. So. Sie scheint Sachen zu überbewerten. Nervt ein bisschen die Haare. Ich gebe dir 1600. Ups, eine nur zu viel. Das wäre zu viel. Nein, ich denke, 1760 ist ein besseres Angebot. Scheiße, da kann ich jetzt nicht mehr mitspielen. 100 über der Schätzung. Aber wenn wir das restaurieren lassen, könnte es gut möglich sein, dass es da ein bisschen was mehr, dass da ein bisschen mehr rausspringt, ne? Ja, komm, machen wir. Ist nur ein Huni, wenn ich jetzt noch ein bisschen was investiere, das restaurieren zu lassen, dann könnte das gut möglich sein, dass es ein bisschen mehr wert ist, ne? So. Restaurator, was will er denn dafür? 690, 5 Tage. Na ja, gut. Ich könnte heute ein bisschen überziehen von der Aufnahmezeit, da das Spiel sowieso klein ist und ja. Machen wir doch. Gehen wir dann mal dem Restaurator und spielen da mal weiter im Geschäftchen. Hallo meine Freunde, nennt mich Inara. Inara? Ja, Inara Jenkins. Okay, Inara. Ach, das sind die Kids draußen. Ich wollte schon sagen, Alter. ich habe etwas Einzigartiges gewonnen. Okay, die hat natürlich auch wieder was gewonnen. Wo denn? Auf einem Jahrmarkt? Oder in der Schießbude oder wo? Oder beim Bowlen. Was auch immer. Ledergebundenes Buch, hergestellt 2017. Gewöhnlich schrecklicher Zustand. 285. Ist ein bisschen viel, ne? Für so ein Scheißbuch. Naja, egal. Schauen wir mal. Was denkst du, wie viel es wert ist? Ja, bestimmt keine 285 Euronen. Das sind nämlich Teuronen. Was gebe ich denn jetzt? 175. Ich weiß nicht. Egal, ich aktiviere dein Angebot. Bitte schön, danke schön, melden uns bald wieder. Vielleicht haben wir ja Glück und können das ja wieder an den Besitzer zurückgeben. Oder er holt es ab. So. Ich sag's euch, ne? Wenn ich hier Oberkörper frei machen könnte, ne? Es geht leider nicht. Es ist YouTube Dorn im Auge. Geht leider nicht. So, okay. So, der erste Tag ist rum. Das ist jetzt noch 4 Tage bei dem, ne? Okay. Wir versuchen das mal so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen. Bei Auktion, kann man leider nicht.
Hey, Mann, dann bin ich auch Veronica Freeman. Ich habe etwas, ich habe in der Garage aufgeräumt und fand etwas, dabei etwas Wertvolles. Okay, die kommen langsam mit neuen Sprüchen. Ja, liebe Entwickler, gebt euch mal ein bisschen Mühe, ne? Da könnte vielleicht doch noch eine kleine Verbesserung mit rein. Aber, naja, bisher ist es ja gut genug, das Spiel. So, die ist auf jeden Fall nicht sehr geizig. Was haben wir denn hier? Eine wertvolle Schaltplatte, hergestellt 1962. Ungewöhnlich guter Zustand, 2500. Wow. Wowie, wow, wowie. Mhm. Ja, ich bin mir sicher, dass wir uns auf einen Preis... Mann, hau ab, du blöde Fliege. $1,860. Wow. Ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? Wie wär's mit 1.800? Ich weiß nicht. Ich denke, dass ich sein Angebot akzeptieren kann. Okay, bitteschön, danke schön, Ben. Sehen uns bald wieder. Ja, bald sind wir wieder pleite, ne? Aber wenn ich nichts kaufe, kann ich auch nichts verkaufen, ne? Logisch, oder? Ursache und Wirkung. Die Kette der Kausalität. Ne? So sieht's nämlich aus. Dann würde ich sagen, oh, wer ist das denn? Zwielichtiger Typ. Bist du bereit für ein Angebot? Was? Bist du bereit für ein gewaltiges Angebot? Erzähl weiter. Ich habe einen Gegenstand gerade gestohlen. Er gehört dir. Was? Er gehört dir für einen lächerlichen Betrag. Aha. 11.000. Alter, guck dir mal meinen Kontostand an. Bist du bekloppt? Geh und komm nie wieder. Bist du dir sicher? Ich werde nie mehr mit solchen Angeboten zurückkommen. Du könntest mich in Zukunft vielleicht gebrauchen. Geh und komm nie wieder. Verpiss dich, Alter. Ansehen. Okay, wir haben dann den Ansehen verbessert. Ja. Ich konnte es mir sowieso nicht leisten, Mann. Von irgendeinem zwielichtigen Typen da, ne? Irgendwas abzukaufen. Für 11.000. Ich habe noch nicht mal gesehen, was der mir verkaufen wollte. Moment. Hat er mir irgendwas geklaut? Nö. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Let's go. Hallo, mein Name ist Pablo Mitchum. Mhm. Ich würde gerne diesen Gegenstand drüben kaufen. Okay, haben wir da noch eine Käuferin? Jawohl, wir haben noch eine Käuferin. Finde ich gut. Der Pablo, der möchte... Aber erstmal schauen wir, wie der drauf ist. Der scheint auf jeden Fall Sachen zu überbewerten. Der möchte haben die traditionelle koreanische den traditionellen koreanischen Glücksbringerbeutel. Okay. 600 gezahlt, 940 ist es wert. Okay. Bin ich frech? Ich versuch's mal. Bedanke mich nicht. 760. Wow. Okay, dann versuchen wir es mal mit 950. Bin mir nicht sicher. Ich versuche dir wirklich entgegenzukommen, aber du kennst ja einen... Ja, ja, ich denke mal nicht dran. Ich möchte ja kein Geld verdienen. Nein, nein, nein. Ich möchte nur Geld ausgeben und pleite werden, genau. Damit ich ausziehen kann und, irgendwo in einem Pappkarton hausen tue. Oder kann. Möchte. Ne? Soll. Guten Morgen, meine Freundin nennt mich Brigitte Zimmermann, okay? Das ist ein deutscher Name, okay? Finde ich gut. Ich überlege mir diesen... Okay. Die Platte möchte sie haben. Okay, wir schauen noch erstmal, wie sie drauf ist. Okay, die ist auf jeden Fall ein bisschen geizig, aber nicht sehr. Wie hoch würdest du den Preis schätzen? Was sagen wir denn da? Ja, die Schätzung liegt bei 2550. Geteilt habe ich 1800. Bin mir sicher. Bin ich ganz zufrieden, aber ich akzeptiere dein Angebot. Bitte schön, danke schön, melden Sie uns bald wieder. Okay, nice. Geil. 750 Euronen plus 42%. Nice, finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Jetzt sind wir wieder auf einer, ja, auf einer Höhe von 6.300. Und, okay. Ich würde sagen, warten wir noch. Ja, komm, machen wir noch 2 Tage und dann beenden wir hier die Aufnahme. So. Hey, was läuft? Man nennt mich auch Lisa Pocket. Ich habe etwas Wertvolles, bla 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 bla. Geizig auf jeden Fall. Sehr, sehr geizig. Ein Kühlschrank. Hergestellt 2011. Ungewöhnlich schrecklicher Zustand. Ja, sieht man auch, ne? Ziemlich viel Tacherino, ne? Und Flecken vom Kochen und so ein Scheiß da dran.
Vielleicht haben sie das Ding ja auch mit einer Pulle Sekt getauft oder so, ne? Weiß, warum das Ding so aussieht. 470. Nehmen wir zuerst einen Preis. 400. 700. Ey, du hast doch heute Morgen den Hahn nicht gehört, wa? Komm, hier die Schätzung. Ich weiß nicht, dein Angebot ist nicht wirklich fair, ich werde es nicht annehmen. Okay, ja, dann hau ab. Was haben wir denn da? Das ist was Neues. Muay Thai Shorts. Muay Thai, okay. Muay Thai, man kennt es, ist eine Kampfsportart. Wo war das nochmal? Kambodscha? Oder Thailand? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall Kambodscha oder Thailand. Irgendwo muss das ja gewesen sein. Muay Thai. Dingsbums. So, 2010. Gewöhnlich. Sehr guter Zustand. 540 soll es wert sein. Wie bist du denn drauf? Natalie Stone. Natalie Stone. Okay. Mhm. Kann man leider nicht sehen. Egal. 375. Komm, ich gebe dir hier... Ja komm, ich bin mal nicht frech. 355. 370 sagt sie. 360. 370. Ich sag 360. Ich weiß nicht, das ist großartig. Dankeschön, bitteschön. Beenden Sie uns doch bald wieder. Warum nicht gleich so? So, und ich bedanke mich fürs Reinschalten und ne, dass ihr reingelurkt habt. Und ich bedanke mich auch für ein Like, wenn ihr mir das da lasst. Und ja, ne, wenn euch mein Content gefällt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und klickt die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Bis demnächst, reingehauen und ciao mit Au.